Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Warum wollte ich gerade Pokémon Mystery Dungeon sagen? Super Smash Bros. Ultimate World of Light. Nachdem die CPU-Turniere jetzt mal gelaufen sind, finde ich, wird es ja mal wieder Zeit für ein bisschen eigenes Gameplay von mir, oder nicht? Deswegen beginnen wir, beziehungsweise machen wir weiter. Mit einem Kämpfer, den ich in letzter Zeit relativ häufig und gerne trainiere. Kirby. Und ja, genau das wollte ich. Kostet 100 Punkte. Ich hab 99. Danke dafür. Oh, einen Schau. Nö. So, eine Giftwolke und Fire Emblem Charaktere. Das beginnt nicht gut. Ich weiß immer noch, Giftschwaden. Ich meine, ja okay, Nebelschutz. Naja. Ein Glurak ist auch noch dabei. Ah, scheiße. Schein! Aua! Die Team gut. Jetzt entscheide ich den Kampf so langsam für mich. Wow, so viel dazu, das war knapp. Man hat einfach mal eine halbe Minute gebraucht, um sich irgendwie gescheit zu retten. Jetzt wird's wieder knapp. Oh Gott! Was? Beide sind tot? Was war das? Ich bin verwirrt! Das sah nämlich nach Schieße aus. Das war vollkommen komisch! Yay! Jetzt bin ich begeistert! Aber zuvor... Der kann hat den overpowerten Konter. Nicht gerade den overpowered. Gibt auf ja, nicht viele Charaktere. Genauer gesagt... Die den Konter angreifen können. Hä? Nenn mir irgendwen außer... Nee. Auch Joker kann das in seiner anderen Form. Wer kann mit seinem Konter nicht angreifen? Ich meine, es gibt nicht viele Leute, die ihn angreifen können, während er Konter einsetzt. Das ist bei allen Kontern! Na gut, das Kirby geht's. Hä? Nein. Dann mal in die Attacke. Hä, damit kann man ihn auch nicht angreifen, während er kontert. Doch, kann man. Nein. Ich hab heute ein Video. Achso, doch, normale B. Ich hab gerade an die Side B gedacht. Ja, das ist ja auch eine Grab-Attacke. Man kann jeden Konter mit Grabs. Man kann ihn tatsächlich nicht mehr mit Grabs durchbrechen. Wie gesagt, ich hab heute ein Video dazu gesehen. Wer das alles kann. So geht übrigens Meteoren mit Kirby. Was will Schalk tun? Und da ist er weg. Heute musst du mal gut drauf achten. Vielleicht kannst du dann auch mal ein bisschen was lernen. Also, hier wieder runter. Einen Zugfahrer habe ich nicht. Hier ist die DK-Sub-Area. Hier komme ich nicht weiter. Na, danke. Hier habe ich immer noch den Charakter nicht. Ah ja, und jetzt laufe ich irgendwo lang und komme instant dahin. Ich weiß noch, in der letzten Folge habe ich den nicht gefunden. Also, ich denke, es ist ohnehin jedem klar, wer das hier ist. Was ist das für ein Kampf?
Ich prügel dich weg. Euch auch. So, damit man eben auf die Seite rausfliegen kann. Okay, da lag wohl noch eine Mine. Guck mal. Den Panzer mag ich. Der ist mir sympathisch. Du bist der Letzte, sehe ich das richtig? Du? Ah ja, Doppel-Ultra-Smash! Das dürfte reichen! Willst du mich verarschen? Jetzt stirbt er durch den... So. Den Kirby finde ich, der sieht so geil aus. Gönnt euch das. Und jetzt Krabbe. Endlich! So, die Krabbe bringt Bullshit. Überraschung. Spezialpower Lucario. Das ist so eine Sache, die man wissen muss. Lucarios Besonderheit ist ja, dass sein Angriff sich erhöht, wenn er mehr Schaden genommen hat. Das ist, wenn Kirby seine Fähigkeit hat, nicht so. Drei Mii-Kämpfer und eine Helfer-Trophäe. Das riecht nach einem... Ich glaube, Kirby ist kein guter Kämpfer hierfür. Nein. Okay, einen habe ich. Aua. LOL, ich hab ihn gestompt! Ohne es zu wollen! Ich hab den einen einfach gestompt. Nein. Oh. Ich sollte ihn langsam mal loswerden. Danke. Sehr schön. Den einen eben noch gestompt. Das habe ich noch nie hingekriegt, ehrlich gesagt. Oder, ah doch, aber auf jeden Fall nicht beabsichtigt. Genauso wie hier. Und hier ist Mr. Game & Watch. Mit einem tollen Soundtrack. Nein. Ja doch, das nehme ich. Game & Watch finde ich immer blöd, weil man den bei seinem Rettungsangriff nicht gut meteoren kann. Ich liebe das ja gegen so Rob, Villager, Melinda. Die kriegt man locker in einem Sprung dreimal meteort. Auch eine Technik. Leider ist Olaf gerade nicht da, die der mal wissen sollte. Dass es eben auch mit Kirby gut sein kann, den Stein schon vorm Aufprall abzubrechen. Sag mal... Hallo? Will sie mich hier verarschen? Guck mal, da hast du eine Mine. Willst du rein? Easy! Und den Mr. Natur noch mit dem Rettungsangriff getroffen. Die Mine hat's also letztendlich doch geholt. Damit habe ich mir auch Game Watch gesnackt.
jetzt gehe ich hier raus. Oh Gott. Ich brauche auf jeden Fall Item-Magnet. Kriege ich nicht mal vorgeschlagen? Okay. Wir hatten schon mal so einen Kampf in der DK-Sub-Area. Kugel-Willi-Spam. Die Typen sind an sich verdammt schwach. Mein Stein löst einen Shield-Drag. Break aus der Stunden. Wo bin ich? Einer hat sich selbst umgebracht. Ich hatte gerade alle geschielt, Break. Hey, ich will dich mit dem Kugel-Willi finishen. Ach, komm her. Wenn du keine Lust hast, dann halt nicht. So. Kugel-Willi kann sich auch zum Maxi-Kugel-Willi entwickeln, lohnt sich aber nicht. Ich hab im Moment einen Geist, für den ich nicht genug zum Leveln hab, der sich schon lohnen würde. Mother Brain. 3-Sterne-Geist. Die Weiterentwicklung. Mother Brains wahre Form. 4 Sterne und gibt Riese als Effekt. Hier ist wieder ein Angreifer da. Oh, ich brauche Spiegelungsschutz offensichtlich. Ich würde sagen, jetzt noch ein Kampf mit Kirby, weil an sich ist er cool, ja, aber ich kämpfe schon noch inzwischen. Also so DDD, K-Rule habe ich halt noch nicht. Von denen, die ich habe, vermutlich Pikachu. Kämpfe ich am liebsten mit. Glückwunsch! Der Typ, Alter. Start mit einem gemeinen Laufpilz. Ah ja, übrigens, nur so mal nebenbei, es geht hier übrigens hauptsächlich um die Suche nach der letzten Sub-Area. Und ich glaube, nee, die Röhre hatten wir noch nicht gesehen. Willi. K-Rool, ich will auch. Und ich bleib doch nochmal einen Moment hier beim Curb. Vor allem glaube ich, das wäre so geil, wenn das stimmt, was ich denke. Ich bin mir nicht sicher, aber kann es sein, dass es hier K-Rool gibt? Nicht K-Rool, DDD gibt? Da würde Kirby dann ja auch passen. Nope. What the? Habt ihr das gesehen? Peach hat gerade seriously eine Bombe gezogen. Und ich sollte jetzt vielleicht mal ein bisschen legit kämpfen. So. Ach, ich musste sogar nur einen Hauptgegner töten. Auf Deutsch den K-Rool eben. Na dann, weiter geht's. Mal umgucken, was ist hier? Ich weiß auf jeden Fall. Wer ist das? Ich weiß nichts. Okay, doch, ich habe an die Gegend hier gedacht. Denn, genau hier ist Kyra. Hinter dem Flying Man. Besiege den Hauptgegner, um zu gewinnen. Also, Verteidiger. Notfallheilung, Ausdauer plus.
Mi Box als der Hauptkämpfer. Und davon gibt es 5 anscheinend. Und Ness als Helfer. Ich glaube, es wäre ziemlich sinnvoll, dem Mann ein bisschen was zu drücken. Jawohl, Ness ist weg. Als ob der mit 0,3 KP lebt. Alter, macht das wenig Damage. Ich habe nicht mitgezählt, wie viele das bisher waren. Gebe ich mir für den nächsten auf, der hat mir schon zu viel Damage, um Ult zu verwenden. Jedenfalls, wenn es danach noch einen gibt. Offensichtlich schon. Und der kriegt richtig eine mit. Da hast du Bock drauf, ne? Wie du überlebst. Dann kriegst du halt noch einen! Wie du überlebst! Digga! Friss! So! Sehr schön dominant! Schadensnachteil 30% bringt der. Wow! Und jetzt bete mit mir! Wer ist dieser Kämpfer? Mann! Ja, da! Das da ist DDD! Hier! Aber komm ich da hin? Ach komm, du kannst mich mal! Ach, da muss ich hin, um zu DDD zu kommen! Oh, hi, den kennt ihr noch gar nicht. Lol, der Knochenbrosser kommt erstmal. Habe ich nicht gelevelt, wie ihr gesehen habt. Und ich würde sagen, es ist Zeit, dass Kirby wieder Pause macht. Ich könnte Donkey Kong nehmen, spiele ich aber im Moment nicht so gern. Ich gehe wieder auf Pikachu. Jetzt! Und ich weiß, dass Ness fucking nervig gegen Pikachu sein kann, weil halt gefühlt alles von mir Munition ist, die er absorbieren und sich damit heilen kann. Aber das bockt mich nicht! Alter, war das dominant! Digga, ich hab ihn sogar nochmal gerettet! Er gesagt, nicht gerettet, weil er sich ja dann immer noch nicht retten konnte. Aber ihm auf jeden Fall noch einen mitgegeben, obwohl er ohnehin schon tot war. Hier brauche ich, glaube ich, einen bestimmten Geist.
Da brauche ich einen bestimmten Geist, oder? Nee, ich glaube, oder? Doch, oder? Keine Ahnung. Warte. Also, ich muss sagen, ich weiß es gerade nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein bereits uns bekannter Geist dort ebenfalls helfen kann. Und ich weiß, es gibt auch diesen anderen Weg, aber ich würde das dann trotzdem machen. Ja, sicher. Vor allem, ich konnte mich nicht bewegen, weil ich den Hammer hatte. Deswegen konnte ich mich in der Luft nicht bewegen. Wie mies ist das denn? So. Scheiß auf die Items. Scheiß doch nicht auf die Items! Alter, warum trifft mich das? Komm nur! Mein Hammer war stärker. So, keine Ahnung, was genau das ist. Wahrscheinlich ein Dojo. Überraschung. Aber ich... Ja, jetzt finde ich es halt auch schade, dass man sich nicht teleportieren kann in dem Spiel. Da unten geht's übrigens hier, zur letzten Sub-Area. Da werde ich mich auch noch umgucken, aber nicht jetzt. Sondern... Falsch? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss und geh instant richtig. Sehr gut. Also nicht ganz instant, aber ihr wisst. Ah, hier ist eine Truhe zum Mitnehmen, die ich am Anfang des Spiels, als ich hier war, noch nicht haben konnte. Wie ihr vielleicht schon an meiner Reaktion bemerkt habt, geht es jetzt wieder in Bowsers Festung. Denn ich bin mir wirklich ziemlich sicher, der einzige hier übrige Geist war damals deutlich zu stark für mich. Ich hatte keine ansatzweise passenden Geister für den. Das hat sich inzwischen geändert. Boah, das finde ich gerade irgendwie an sich auch ein bisschen nostalgisch. Ich meine, ich war schon in einer der ersten Folgen hier und jetzt kehre ich hierhin zurück. Ich glaube, die langsame Superrüstung ist auf Pikachu wirklich schlecht. Wow. Ja, die Superrüstung, genau. Die Superrüstung! Das schlägt mir hier nur zwei Sachen vor. So, zuletzt verwendet. Ein Ausweichhelfer, nämlich die Feuer- und Explosionsabwehr bleibt. Und wo ist Elektroangriffe? Genau. Hier kommt's zum richtigen Pokémon-Duell. Pikachu mit dem Schelmengeist gegen Glurak mit dem Ho-Oh-Geist. Das Ding ist absolut nervig immer noch. Boah, vor allem dieses Curry! Das nimmt einem verdammt viel Spielraum.
Nein! Was? Als ob! Komm, wie unnötig! Als ob! Und dieses Curry, Alter! Das ist ja mal das Nervigste, das es gibt! Das macht Damage, slowt meine Bewegung und bricht Angriffe ab! Ich bin wieder mit einem guten Hit tot. Hä? Und wie? Ich hab diesen Panzer angegriffen! Wie kann der mich treffen? Als ob ich das jetzt so nicht schaffe. Alter, kann man nichts gegen dieses Curry machen. Und dass das kein Hit von mir war. Hallo? Ich kann nicht hitten. Nee, der Try ist schon... Hallo? Zählen meine Treffer vielleicht auch mal oder zählen heute nur seine? Ich glaube, den Kampf habe ich gewonnen, weil er es nicht geschafft hat, jetzt nach dieses Feuer zu kommen und sich dann selbst gekillt hat. Nach so 10, 20 hast du gewonnen. Ja, wahrscheinlich hast du den auch früh im Spiel gemacht. Das hier ist Bowsers Festung. Und als ob das killt! Das war doch noch 0 auf Kill-Prozent! Was ist? Ja, bei mir hatte ich schon mal eine ähnliche Situation. Bloß, dass der bei mir nicht blöd genug ist, durch sowas zu sterben. Alles klar, diesmal durfte ich mich am Anfang überhaupt nicht bewegen, bevor er mich schon gegrabt hatte. Und ich wollte aus der Distanz den da machen. Und das hat zeitlich anscheinend nicht geklappt. Jetzt mal for real, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann diesen Kampf nur verlieren. Und dass mich dieser Panzer immer hittet, halte ich auch für unlos. Hä? Und wieso war ich auf... Wie soll man diesen Kampf gewinnen? Da bringt mir ein anderer Kämpfer ja auch nichts. Außer vielleicht, ich hätte so einen Komplett-OP, den man aber erst vollkommen im Late-Game kriegt. So ein Ganondorf. Und ich glaube langsam, der Controller spackt. Ich konnte schon wieder die erste halbe Stunde gefühlt. Wenn der Typ nicht geschielt hätte, hätte der mich schon wieder instant, bevor ich mich bewegen kann, getroffen. Und wie kann es sein, dass meine Angriffe dem Spiel so scheißegal sind? Mal im Ernst, ich kann den nicht verletzen. Ich kann keinen Schaden machen. Komm, gönn mir auch mal was. Stirb, Glurak! Ja! Boah, gewährt einen extra Luftsprung. Das ist für Kirby fucking nutzlos, Leute. Aus dem einfachen Grund. Kirby hat fuck kleine Luftsprünge, dafür 7 oder 8 oder so. Da bringt ihm einer mehr auch nichts. Das war nicht nötig, um ehrlich zu sein, dass das so nervig wird. Aber dieses Dauercurry ist doch auch Oh, noch besser hätte ich's ja gar nicht treffen können. Das ist jetzt aber ein Scheiß-Gag. Das kann man nur von der anderen Seite aktivieren. Komm, wie unnötig. Als ob man das nur von der anderen Seite...
Und von wo komm... Ich brauch dann nicht echt den Zugfahrer, um hinzukommen, oder? Weil ich auch sicher auswendig weiß, wo der ist. Da bist du noch in der Truhe, vielleicht ist er dabei. Genau. Der ist sicher einfach genau in der Truhe da. Direkt vor der Truhe war noch ein Geist. Ja, aber der war nicht, der war sehr sicher nicht hier im Labyrinth. Fucking Dungeon Man, Alter, wer hat dich erfunden? Ja, da war jetzt ein laufender Dungeon Man ein guter Charakter. Hä? Okay, den Hit kann ich wieder nicht nachvollziehen, weil ich gerade einen Backthrow ausgeführt habe. Und kann Luigi's Grab in seiner Riesenform vielleicht noch weiter gehen? So. Die Folge endet auch jeden Moment. Mann, und ich wollte heute noch... Naja, dann werde ich in der nächsten Folge die Jagd auf DDD fortsetzen. Hoffentlich kommt man hier irgendwo zu Fuß hin oder findet den Zugfahrer. Oh, jetzt gibt's aber noch ein Duell gegen Kirby. Was sagt der Angriff, DDD ist? Ja, ich weiß es eher gesagt zu 100%. Wenn ich mich richtig erinnere, war das der Charakter, den man in dieser Sub-Area bekommen hat. Ja, und die Sub-Area weiß ich genau, wo sie ist. Oh, guck mal, du bist ein Computer. Ist mal for real! Moment mal, ist das nicht ein Kampf gegen Dictries? Das sind doch vier. Das ist nicht Dictry, das ist Kleinstein. Ach so, dann müsste es einer sein. Ansonsten wäre der Kampf irgendwie unausgeglichen. Eigentlich kannst du gegen vier Kleinstein. Hä? Wo ist denn der unausgeglichen? Guck auf meinen Schaden. Da stand 0. Genau. Hier bräuchte ich den Zugfahrer. Oh nein, nicht der! Komm, hauen wir nochmal behindert auf die Kacke! Hatten wir ja heute nicht schon. Fucking Ganondorf auf Superrüstung! Mit gesenkter Sprungkraft. Ach so, ich dachte an die Omega Stage. Ich hoffe halt wirklich, dass ich letztendlich diesen Ganondorf schlicht und ergreifend zu... Alter, der hatte noch einen Moment meine Hasenohren. Dass ich dem schlicht und ergreifend am Ende zu schnell bin. Ach, schade. Ich glaube, nee, das funktioniert nicht. Der rennt so sehr hinterher. Nee. Alter, ich verliere das noch. Ich bin doch gedodged. Digga. Reich! Ja! Oh Gott, was ein letzter Kampf. Langsame Superrüstung. Hier nochmal gucken, wen wir da haben. Hier komme ich nur mit Bomberman weiter. Da unten ist eine Truhe für Brückenbauer, egal welche. Bomberman ist übrigens auch nicht Pflicht, es gibt mehrere Bombengeister. Ja. Dann würde ich sagen, gucke ich in der nächsten Folge hier, ob ich von da oben irgendwie dahin komme, nachdem ich nochmal kurz in Wissensbaum geguckt habe. Aber ich verabschiede mich schon mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, das war's.